Hallo, hallo. Grüß euch zum Überblick. Hallo. Irgendwie fühlt sich das an, als wäre es schon lange her. Eigentlich sind es ja immer 2 Wochen. Ja, lange her, Überblick. Das liegt an dem Stream. Das liegt an dem verpassten Stream. Ja, wirklich. Wir haben ja den Mittwochstream verpasst. Aber wegen dem 1. Mai natürlich. Da werden wir auch noch in den News zu kommen jetzt gleich. Und wir haben auch anderes Spannendes bereitet, denn es ist einiges passiert, mal wieder speziell auf lokaler Ebene. Gucken wir rein, würde ich sagen, oder? Mach mal. So, da ist auch der Chat. Und wir starten heute mit Russland, eine Russland-Nachricht. Ja, wie wir am Anfang schon im Vorhinein vor dem Überblick besprochen haben, es gibt gerade eigentlich 2 große Konfliktherde, die muss man immer mit reinnehmen in irgendeiner Art und Weise, weil sie einfach bestimmt für das Weltgeschehen sind. Einmal Russland, einmal der Israel-Gaza-Konflikt. Ja. Und wir hatten uns heute jetzt mal für eine kleinere Nachricht entschieden, ne? Mhm. Werden explizit gesagt, dann gucken wir doch mal, was vielleicht auch noch so abgeht, was ein bisschen abseits von einfach nur, wie verschiebt sich jetzt die Front, was sagen die großen Staaten jetzt mal wieder in der Krisensitzung dazu, was gab es da für internationale Treffen. Und zwar haben wir eine Nachricht aus Abchasien heute dabei. Und das finde ich erstmal ganz interessant, weil wir haben hier ja auch schon die Nachricht damit, dass es sich um einen neuen Hafen in Georgien handelt. Und das ist dahingehend natürlich interessant. Also es geht darum, es wurde jetzt ein neuer Hafen gebaut und Russland will anfangen, die Schwarzmeerflotte zu verlegen, die ja in der Krim stationiert ist. Und ich glaube, das ist ja auch jetzt immer wieder in den Nachrichten gewesen. Das haben wahrscheinlich einige von euch auch mitbekommen. Mhm. Die Krim wird aktuell, also ist aktuell sehr starken Angriffen ausgesetzt. Also ich meine, es kam ja auch schon zu so sehr prestigeträchtigen Sachen wie der Zerstörung der Krimbrücke, ne? Mhm. Und gleichzeitig kommt es jetzt auch immer wieder zu Angriffen dann auf der Krim selber und Russland hat eben Angst um die Schwarzmeerflotte. Und deswegen soll jetzt ein Teil davon eben zu diesem neuen russischen Hafenstützpunkt in Abchasien verlegt werden. Wobei sich da auch jetzt ein bisschen drum gestritten wird, dass ja immer bei solchen Sachen, da das ja jetzt auch nur im Endeffekt dann hier eine Nachricht aus der Feindaufklärung ist, wie strategisch wichtig jetzt dieser Hafenbau ist. Aber ich finde es dennoch interessant, dass sich hier ja auch um einen russischen Auslandshafen handelt. Und wie gesagt, ich glaube, man kann diese Headline da sehr schnell missverstehen, da ja da steht, dass es in Georgien ist, aber es handelt sich eben um eine Basis in Abchasien. Was hat es denn überhaupt mit Abchasien auf sich? Ja, das finde ich ganz interessant. Es steht hier nämlich, glaube ich, auch so, dass es sich um eine um einen abtrünnigen Teil Georgiens handelt und so sieht es eigentlich auch die internationale Gemeinschaft und so sieht es auch Georgien natürlich selber. Aber tatsächlich handelt es sich bei Abchasien eigentlich um einen, ja, wie man dann immer so schön sagt, de facto Staat. Ne? Mhm. Also es ist eigentlich ein komplett unabhängiger, selbstverwalteter Staat, der natürlich im Endeffekt auch ein Satellit von Russland ist, also sehr stark abhängig von Russland. In den Kommentaren stand hier auch, die Gebiete in Georgien sind nicht abtrünnig, wie der MM, also hier der Merkur.de behauptet, Putin ist in Georgien und Moldawien nach dem gleichen Muster wie in der Ukraine vorgegangen. Kann man das so sagen? Oder würdest du? Weiß ich halt nicht. Also wenn es ist ja der Unterschied, den man eigentlich dann zur Ukraine hat jetzt mit, ich weiß gar nicht, wie heißt das, wie ist der Name, der dann für diese Ansammlung an den abtrünnigen ukrainischen Gebieten, also hier Volksrepublik Donetsk und Lugansk gegeben wurde, als das dann annektiert wurde mit den anderen Teilen, ich glaube Neurussland oder so. Ich weiß es gar nicht.
Das war ja, es ist ja jetzt eine tatsächliche Annexion ins Staatsgebiet, oder wie man das auch mit der Krim hat, ne? Also das ist ja in Russlands Augen eigenes Staatsgebiet bei Abchasien und da muss man dazu sagen, auch noch Südossetien. Handelt es sich um zwei Staaten, die sich von Georgien losgesagt haben, in zwei separaten Kriegen, also einmal dem georgisch-abchasischen und dem georgisch-südossetischen, und die wurden beide durch Russland unterstützt, und da kam es ja auch in dem Zuge davon eigentlich in dieser Konfrontation zu einer Invasion Russlands von Georgien und einem Sieg über das georgische Militär. Und die sind sehr stark unter russischer Einflussnahme, aber es sind theoretisch unabhängige Staaten. Es gibt da auch zwei Unterschiede, also in Abchasien war auch die Unabhängigkeitsbewegung deutlich stärker. Die haben eigentlich gesagt, wir wollen einen eigenen unabhängigen Staat, während in Südossetien beispielsweise es eine viel stärkere Bindung an Russland gab und auch eigentlich den Wunsch von Russland annektiert zu werden, was ihnen aber bis heute verwehrt bleibt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das noch großartig in den letzten Jahren geändert hat. Das sind jetzt auch zwei, wie gesagt, für mich persönlich, ich nenne sowas dann auch ein Staat, auch wenn es international nicht anerkannt wird, weil wie gesagt, de facto ist es das, was wir auch als Anarchisten als Staat bezeichnen würden, nur jetzt de jure, also nach der Rechtsprechung, braucht so ein Staat natürlich die Anerkennung der internationalen Gemeinschaft, die jetzt denen verwehrt bleibt. Das ist ja meistens so, dass diese, sagen wir mal, Skurrilitäten der Weltpolitik, diese staatlichen Gebilde sich dann einfach nur untereinander anerkennen und vielleicht dann noch von Taiwan anerkannt werden, weil die sich dann auch davon versprechen, dass es dann, dass man irgendwie gemeinsam zusammensteht als nicht anerkannte Staaten der Welt. Aber im Endeffekt handelt es sich dabei um Staaten. Ja, und das sind natürlich dann Gebiete, genauso wie Transnistrien, die Russland dann im Endeffekt nutzen kann, um von dort aus dann auch Macht außerhalb des eigenen Staatsgebietes zu projizieren und das dann auch für die eigenen Zwecke zu nutzen, weil was sollen die auch, die können sich natürlich auch nicht wirklich dagegen wehren, das ist ja ein absolut, fehlt mir das Wort. Ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Abchasien oder Südossetien und Russland. Und was vielleicht auch noch interessant ist, was da bei den beiden Gebieten mit reingespielt hat, beides sind Gebiete, wo ein guter Teil oder auch der größere Teil der eigentlichen Ethnie, die Mehrheit in diesen Gebieten stellen, es eine sehr große Bevölkerung in russischen Teilrepubliken gab. Also sowohl bei den Abchasen, die sind eng verwandt mit den Tscherkessen, die wohnen eben mehrheitlich in Russland, wobei es auch eine große tscherkessische Diaspora weltweit gibt. Es war eben dieses Volk, was damals im Osmanischen Reich sehr gerne als Sklaven eingekauft wurde, weil man gesagt hat, das sind die schönsten Menschen der Welt. Kein Scheiß, ne? Das war tatsächlich so, deswegen gab es einen großen Sklavenmarkt um die Tscherkessen herum. Und bei den Osseten ist das genauso, dass eben in Nordossetien, Alanien, eben viel mehr Osseten wohnen. Und deswegen gibt es diese starke Verbindung mit diesen russischen Teilrepubliken und Russland eben als so eine Schutzmacht gegenüber den Georgiern. Und tatsächlich waren die Gebiete auch sehr stark georgisch eben bewohnt, bis es im Krieg kam und es da zu riesigen Vertreibungen, ethnischen Säuberungen und so kam. Ja, so viel dazu, worum es sich eigentlich bei Abchasien handelt. Ja, ist ja ein spannender Einblick und ja sehr relevant, sich immer wieder mit diesen Teilrepubliken da zu beschäftigen, weil das ja so einer der primären Strategien so von Russlands imperialistischer Politik geworden ist, diese Einverleibung. Ja. Vor allem, man sagt ja auch immer wieder, dass eigentlich so diese Einflussnahme auf Georgien und das Vorgehen da, wie du es auch schon aus den Kommentaren gerade einmal hervorgehoben hast, ja auch immer so ein bisschen die Blaupause für das mit der Ukraine bildet. Und es macht auf jeden Fall Sinn. Man kann da einige Parallelen eben zu dem jetzigen Vorgehen sehen. Wie gesagt, nur mit dem, was ich immer noch dazu gehört habe und was ich auch logisch fand, was eben bei der Ukraine eigentlich viel mehr Sinn gemacht hätte und glaube ich auch der bevorzugte Ausgang gewesen wäre, dass diese Teile autonome Teile der Ukraine bleiben. Also jetzt vielleicht nicht die Krim, aber eben ja, hier Donetsk und Lugansk, weil man dadurch dann eben
autonome Gebiete in der ganzen ukrainischen Republik hat, über die man dann eben Macht im Inneren ausüben kann, mhm, und nicht einfach nur diesen Schub eigentlich der NATO-Frontlinie dann eben bei den Gebieten, weil das große Problem mit der Ukraine ist ja nicht die Grenze irgendwie, dass man jetzt da irgendwie über diese Steppenebene ein bisschen mehr nach links und rechts die Frontlinie zieht, sondern was wirklich sicherheitspolitisch ja die große Frage ist, ist einmal eben das Schwarze Meer, der Zugang dazu, und das andere eben, ist meine Grenze jetzt auf der Steppenebene oder schaffe ich es eigentlich, die Grenze bis zu den Karpaten weiterzugeben, dass ich eben nicht die Grenze auf dem Flachland habe, sondern eben diese Verteidigungslinie über die Bergkette. Und das ist ja eben das, was Russland eigentlich jetzt eher militärisch gefürchtet hat. Ja. Gut, wir schauen weiter und gucken tatsächlich nach Indonesien. Dort habe ich ein etwas älteres Video rausgesucht, aber es ist gerade auch wieder so ein bisschen in den Nachrichten, dass Indonesien seine Hauptstadt komplett neu baut und verlegt. Gucken wir mal rein. Da sind so ein paar Randbasisfakten halt zu der Entwicklung bezüglich dieser Hauptstadtverlegung von Indonesien in dem Video. Baut eine neue Hauptstadt. Uno momento. Die aktuelle Hauptstadt Jakarta, eine der größten Metropolen der Welt, soll abgelöst werden durch die neue Stadt Nusantara. Doch die Stadt existiert noch gar nicht. Auf der Insel Borneo soll eine komplett neue, hochmoderne Planstadt entstehen, für deren Bau aktuell 35 Milliarden Dollar veranschlagt werden. Und die Stadt setzt sich hochgesteckte Ziele. Die Energieversorgung soll zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammen, 80% der Mobilität soll mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß erfolgen und sie soll vollständige Inklusion ermöglichen. Außerdem soll sie zu einer der sichersten Weltmetropolen anwachsen, die Menschen aus aller Welt anzieht. Doch. Das hört sich jetzt ein bisschen, sehr vage Ziele. Ja, sehr wohl. Wird die perfekte Stadt. Das hat schon immer gut funktioniert, wenn Leute so perfekte Planstädte bauen wollten. Ja, müssen wir weiter gucken. Warum gibt Indonesien seine alte Hauptstadt Jakarta auf? Warum baut es eine neue Hauptstadt fernab des Bevölkerungszentrums Indonesiens? Und wie soll diese hochmoderne Stadt in der Realität aussehen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Pläne zur Verlegung der indonesischen Hauptstadt gab es schon lange Zeit in der Geschichte. Bereits die Niederländer machten sich während der Kolonialzeit Gedanken darüber. Die Stadt, die früher Batavia hieß, war nämlich auch damals schon von zahlreichen Problemen geprägt. Die Hauptprobleme waren vor allem die Überschwemmungen, die stetig hohen Temperaturen und zahlreiche Krankheiten, die dadurch entstanden. Trotzdem wuchs die Stadt immer weiter an und wurde zu einem der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentren Südostasiens. Mittlerweile leben in der Megacity über 10,5 Millionen Einwohner, in der Metropolregion sogar 34 Millionen. Die Stadt platzt also aus allen Nähten. Und wie in so vielen anderen Küstenstädten auch, verschärft der Klimawandel zudem das Problem mit den Überschwemmungen. Außerdem liegt Jakarta an einem Deltasystem aus 13 Flüssen, wodurch die Stadt jedes Jahr absinkt. So wird prognostiziert, dass die ersten Viertel der Stadt bereits 2050 vollständig unter Wasser stehen könnten, da bereits jetzt 40% der Hauptstadt unter dem Meeresspiegel liegen. Für die indonesische Regierung war also klar, dass sie eingreifen musste. Eine neue Hauptstadt musste her, um nicht nur Jakarta zu entlasten, sondern die ganze Insel Java. Sie ist nämlich die Insel mit den meisten Einwohnern der Welt, aktuell ca. 145 Millionen, was ca. 60% der Bevölkerung Indonesiens darstellt. Die Wahl für den Standort der neuen Hauptstadt fiel letztendlich auf die Provinz Ost-Kalimantan auf der Insel Borneo. Ein Grund dafür war, dass die Insel deutlich zentraler liegt als Java und so alle Inseln des Archipels Indonesien mit insgesamt 17.000 Inseln besser repräsentiert werden sollen. Außerdem ist der Standort im Südosten Borneos deutlich besser geschützt vor externen Faktoren wie Überschwemmungen und auch das Klima ist deutlich angenehmer. Nachdem es 2019 erste Vorschläge für das Projekt gab, wurden die Pläne immer konkreter und 2021 wurde ein Masterplan für die Bauarbeiten entwickelt, die in diesem Jahr begannen. Die Hauptzufahrtsstraße zur neuen Hauptstadt soll bereits zu 77% fertiggestellt sein und 2024 dann möchte die Regierung ihren Präsidentenpalast und andere Büros schon in die neue Hauptstadt verlegen. Bis die Stadt vollständig fertig ist, wird es aber noch dauern. Es wird aktuell damit gerechnet, dass die vollständige Infrastruktur der Stadt...
Es wird bestimmt genauso aussehen. Die Hauptstadt von diesem Riesenland mit so vielen Menschen wird genauso aussehen wie auf diesem Bild, wie irgendwie, als hätte man das bei SimCity so schön die Landschaft gemalt. Ich wollte auch gerade sagen, das sieht so ein bisschen wie gemoddete City Skyline aus. Ja, generell sehen die Wender, die irgendwie als Projektvorstellung gemacht haben, irgendwie alles so ein bisschen low quality aus. Mhm. Also dafür, dass es eine neue Hauptstadt wird. Also wie gesagt, die News in dem Video sind ein Jahr alt. aber es ist sehr, sehr interessant einfach, was dort passiert. Also es ist ja kein einmaliger Vorgang in dem Sinne, dass halt die Hauptstadt gewechselt wird. Das kennen wir in Deutschland auch mit Bonn und Berlin. Aber natürlich ist es ein... Das war eine Notlösung. Ja, aber natürlich ist es ein kompletter Unterschied, ob man dann halt eine Stadt dann neu aus dem vom Grundfundament her baut, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da haben wir ja auch ein paar Beispiele mit Brasilien und Brasilia oder Australien und Canberra war ja, glaube ich, auch eine Planstadt gewesen. Aber deswegen bin ich da irgendwie einfach von dem, was ich davon gehört habe, ein bisschen skeptisch. Also Brasilia war ja auch eine ziemlich harte Nummer so. Auch was den ganzen Bau und so anging. Sehr viele Leute hierbei gestorben sind. Und ich glaube, Ägypten ist gerade auch dabei, eine neue Hauptstadt zu planen. Also es gibt's ein paar Mal. Und ganz häufig hängt das ja auch so ein bisschen damit zusammen, wenn es starke Verbindungen von der Politik in die Baubranche. Ich meine, ich möchte jetzt nichts hier in dem Fall vorwerfen, ne, dazu kenne ich mich echt viel zu wenig mit indonesischer Politik aus. Aber ganz häufig hat das ja doch was damit zu tun, ist die Baubranche ein großer Teil, was es ja häufig ist in Schwellenländern, an dem Wirtschaftswachstum. Gibt es die Verbindung von der Politik in die Baubranche? Gibt es darüber die Möglichkeit, über Staatsaufträge in die Baubranche von so Großprojekten für eine Zeit lang die Arbeitslosigkeit wieder ein bisschen schwinden zu lassen und die Wirtschaft anzukurbeln. Deswegen, das hat ja nicht immer nur irgendwie tatsächlich, sagen wir mal, Funktion von, ey, mit unserer aktuellen Hauptstadt sieht es gerade ziemlich beschissen aus, komm, wir bauen jetzt mal die ideale Stadt. Ja, also es wird halt auch sehr, sehr stark einfach, denke ich, so wiedergegeben in diesem Video, wie das jetzt halt der indonesische Staat selbst behauptet. Aber ich finde es halt super interessant, das sind ja alles so ja Vorboten und Entwicklungen halt auch von dieser verschärften Situation durch den Klimawandel letztendlich, weil viel von der Begründung bezieht sich ja darauf, dass einfach ja Jakarta untergeht, wurde ja in dem Video auch gesagt, dass es jetzt schon irgendwie zu 40% unter dem Meeresspiegel liegt, was halt echt abgefahren ist für so eine Riesenmetropole und das ist einfach so wahnsinnig, was jetzt halt generell die Menschheit an so vielen Orten der Welt für Maßnahmen ergreifen muss und für Entwicklungen vornehmen muss, um jetzt halt so die allerschwersten Sachen davon abzufedern. Und das ist ja auch immer nur so ein Spiel auf Zeit. Also wahrscheinlich, gehen wir mal davon aus, es läuft halt alles perfekt und ideal für diesen neuen Hauptstadtbau, dann ist wahrscheinlich bis dahin an dem Ort, wo sie das jetzt bauen, halt auch halt irgendwie 1000 Umweltkatastrophen, weil in der Region ist es ja eh so, dass du da halt eine massive Verschärfung von Umweltkatastrophen halt hast, weil es eh eine Region ist, die sehr dafür anfällig ist. Vielleicht sollten sie sich dann einfach einen Berg aussuchen. Nur ein bisschen für ein paar Generationen vorgeplant. Ja, Bold Anarchist, ich gehe mal davon aus, dass sie in irgendeiner Art und Weise Wald dafür platt machen werden. Klar, muss ja. Also wie sonst? Also selbst wenn jetzt halt keine Riesenwälder sind, ist es, wie soll es anders gehen, ne? Dortmund abreißen und schön bauen. Was soll das heißen? Dortmund ist schön, hör mal. Ja, und ich meine, man muss auch sagen, Dortmund sieht so aus, wie es jetzt aussieht, weil es, sagen wir mal, aus der Luft heraus im Zweiten Weltkrieg abgerissen wurde. ne? Also, wenn noch mal nachbauen, dann bitte wie ein bisschen weiter davor.
Nee, die haben begonnen, bald einiges. Also in dem Video selbst, was ja wie gesagt ein Jahr alt ist, wurde ja auch schon beschrieben, dass die halt so die Zufahrtsstraßen halt zu relevanten Teilen auch schon davon gebaut haben und so. Und dass die 2024 jetzt den Präsidentenpalast schon eröffnen wollen. Dazu habe ich aber jetzt nichts gefunden, ob die fertig sind. Also ich schätze mal nein. Sowas verzögert sich ja auch immer, kennt man ja von Stuttgart 21 und so, wa? Ja, ich bin vor allem auch auf die utopischen Qualitäten. Vielleicht können wir in einem Jahr nochmal so ein Check-up machen. Wie geht's Indonesiens neue Hauptstadt? Ob es jetzt wirklich 100% erneuerbar und zu 100% komplett, wie sie gesagt haben, inklusiv und barrierefrei. Yes. Es gibt keine Bordsteine mehr. Also. Da bin ich wirklich gespannt. Ich meine, Dortmund hat's. Doch in Dortmund? Nee, wir haben noch nicht an allen Gleisen Aufzug. Ja, genau. Also wir haben jetzt gerade halt Umbauarbeiten am Hauptbahnhof, ja, die jetzt halt überhaupt erstmal Aufzüge dahin bauen, was natürlich für eine 500.000 Einwohnerstadt echt spannend ist, dass der Hauptbahnhof erst jetzt. Vorher musste man, wenn man im Rollstuhl saß, musste man immer am Bahnhof anrufen, dann dahin. Und dann wurde man halt hochgetragen halt von Bahnmitarbeitern die Treppe. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich auch Leuten, die einfach auch mit dem Rollator und nicht mal mit dem Rollstuhl, du hast ja auch nicht die Möglichkeit, ne? Wie häufig ich da irgendwie mit Leuten wirklich so dann die Treppen hochgehen musste, weil es einfach keine beschissene Möglichkeit gibt. Und wir hatten ja noch diesen Extra-Aufzug an der Seite, der so sporadisch eingerichtet wurde und Sicherheitsmann davor ist. Und dann musst du dem Bescheid sagen, damit du zum S-Bahn-Gleis kommst. Ja. Aber das sind, glaube ich, alles kleine Probleme im Vergleich zu Jakarta. Was die für Probleme da. Ja, ich meine, jetzt können sie ja wenigstens, hoffe ich, dass an deren Bahnhof, falls sie da einen bauen und es sich lohnt, Bahnverbindung zu haben, denkt auf jeden Fall an die Aufzüge, Leute. Kann ich euch nur mitgeben. Wollen wir das als Einblick so lassen oder wollen wir noch den Rest des Videos gucken? Willst du noch was sagen? Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ja, wir gucken noch mal kurz, ob da noch ein, zwei News kommen, die interessant sind. Stadt bis 2045 stehen wird. Dann soll sie aber eine der fortschrittlichsten Städte der Welt sein. Grundlage für die Stadtentwicklung ist dabei ein Leitpapier mit 8 Grundprinzipien, die sich vor allem auf Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung aller Bürger fokussieren. So strebt die Stadt unter anderem danach, komplett CO2-frei auszukommen, allen Bürgern ein komfortables und effizientes Leben durch Technologie zu ermöglichen, jegliche Infrastruktur vollständig inklusiv zu gestalten und gleiche wirtschaftliche Möglichkeiten für alle zu schaffen. Allerdings gibt es auch Kritik am Vorhaben. Besonders der Umweltaspekt wird dabei immer wieder benannt. Zum Bau der Stadt wird nämlich eine große Menge Wald abgeholzt, der eine der letzten Rückzugsorte für die gefährdeten Orang-Utans darstellt, die neben Borneo nur noch auf der indonesischen Insel Sumatra in freier Wildbahn leben. Und viele Einwohner der Region fürchten auch weitere Umweltschäden durch den Bau der neuen Hauptstadt. Die Regierung beschwichtigt aber, dass alles sorgfältig geplant sei und kein geschützter Regenwald zerstört werden solle. Insgesamt ist die Verlegung also ein dringender, aber auch sehr ambitionierter Schritt für die Regierung Indonesiens. Inwiefern die Pläne alle eingehalten werden können, wird sich wohl erst in den nächsten Jahren zeigen. Für die noch aktuelle Hauptstadt Jakarta bleibt die Lage allerdings schwierig. Denn selbst wenn der Regierungssitz verlegt werden sollte, wird die Stadt wohl weiterhin das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Indonesiens bleiben und damit auch in Zukunft immer weiter wachsen. Indonesien ist dabei übrigens nicht das erste Land, das seine Hauptstadt ändert. Es gibt viele Beispiele wie Australien, Brasilien oder Nigeria, die mit einer neuen Planstadt ihre alte Hauptstadt abgelöst haben. Über Australien habe ich dabei... Okay. Na genau, die Stadt wird auch barrierefrei für Orang-Utans. Ja, die kommen dann immer an der Straße oben, so kleine Hangelgänge. Mhm. Die existieren, wenn die neue Planstadt da ist, nicht mehr. Jo, das denke ich reicht als kleiner Einblick und dann springen wir weiter zu einer News, die ihr wahrscheinlich alle selber mitbekommen habt, weil alles vollgeklustert ist mit Plakaten schon, sehr unmittelbar. Und zwar ist jetzt der Europawahlkampf gestartet für die Europawahl 2024 und ich habe so ein kleines Video, wo uns die Bundeswahlleiterin in Auftrag gegeben, hier mit 256 Abonnenten, also wir sind größer als, deutlich größer. Ist das die offizielle Bundeswahlleiterin? Aber das auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Comments turned off.
wo es halt noch einmal so groß, grob zusammengefasst wird, wann die Wahl stattfindet und wie das halt so abläuft. Können wir einmal reingucken und dann dazu ein paar Worte verlieren. Demokratie braucht Engagement. So funktioniert die Europawahl. Alle 5 Jahre wird das Europäische Parlament gewählt. Es ist das einzige Organ der EU, das direkt von uns, den Bürgerinnen und Bürgern, gewählt wird. Vom 6. bis 9. Juni 2024 ist es wieder soweit. Rund 350 Millionen Menschen aus 27 Mitgliedstaaten sind wahlberechtigt und wählen 720 Abgeordnete. Deutschland entsendet als bevölkerungsreichster Mitgliedstaat die meisten Abgeordneten ins Parlament, nämlich 96. Zum Vergleich, die kleinsten Mitgliedstaaten wählen 6 Personen. Bei der Europawahl hast du eine Stimme und kannst entweder die Abgeordneten des Staates wählen, in dem du lebst oder dessen EU-Staatsangehörigkeit du besitzt. Wichtig, du darfst nur persönlich und nur einmal wählen. Das gilt auch bei doppelter Staatsangehörigkeit. Oh, man darf nur einmal wählen, hätte das gedacht. Ja. ja, Bjarne und alles für alle. Also ich habe auch das Gefühl, das ist so, hier ist ja noch nicht mal eine richtige Sprecherin, das ist ja computergeneriert. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich einfach so ein kleiner Grab von Zuschauern, die danach suchen. Ich guck gleich mal auf den Kanal, was da sonst noch drauf ist. Gut zu wissen, in Deutschland darfst du erstmals schon ab 16 Jahren wählen. Das ist tatsächlich, finde ich, auch interessant. Also das ist ja jetzt eine Neuerung, dass ab 16 Jahren das heruntergesetzt ist. Was auch insofern relevant ist, weil es ja jetzt so neue Umfragen gibt, wo halt gesagt wird, dass unter jungen Leuten das Wahlverhalten und so nach Umfragen nach rechts tendiert. Also es könnte halt auch nochmal so AfD oder so stärken. Ja, ist halt die Frage, was nach rechts tendierend heißt. Also was man ja die AfD wählen würde, glaube ich, schon sieht, genau, dass die AfD deutlich stärker ist. Aber es sind ja auch trotzdem junge Leute, die trotzdem viel mehr links wählen. Also CDU ist ja super schwach. Mhm. Und ich glaube, so AfD, FDP, aber eben auch Grüne und Linke sind viel höher als in anderen Alterssparten. Mhm. Also kann es auch sein, dass es einfach generell alle Parteien außer SPD und CDU stärkt. Ja, sind auf jeden Fall auch spannende 16-Jährige, die hier abgebildet sind auf diesem Bild. Sind also schon, haben in Istanbul Haartransplantationen in den Bart gemacht. Schön Midroxil da drauf. Warum geknallt. Die Wahl an 4 Tagen stattfindet? Weil die Mitgliedstaaten an unterschiedlichen Tagen wählen. In Deutschland ist es der 9. Juni. Erst nach Abschluss aller Wahlen dürfen die Wahlergebnisse verkündet werden. In allen EU-Mitgliedstaaten gilt die Verhältniswahl. Das bedeutet, es werden keine Einzelpersonen gewählt, sondern Parteien und sonstige politische Vereinigungen. Damit nicht zu viele Parteien ins EU-Parlament einziehen, gibt es in vielen Mitgliedstaaten sogenannte Sperrklauseln. In Deutschland gibt es bei der Europawahl keine solche Prozenthürde. Hast du noch Fragen? Ich hasse Sperrklauseln. Stelle sie uns in den Kommentaren. So, jetzt gucken wir einmal kurz. Gucken wir einmal hier. Jetzt hier Fake News verbreitet. Ja, das ist ein KI-generierter Steinmeier. Das ist nicht offiziell. Das ist nicht offiziell, aber trotzdem, die Sachen, die da gesagt wurden, sind ja ganz normal. Ja. Aber den Account gibt es auch schon seit 3 Jahren. Versuch die erstmal zu einer Wahl so einen kleinen Grab an. Bisschen Werbung zu machen. Ja, scheint nicht zu funktionieren. Naja, aber genau, es hat halt gestartet und wir werden sicherlich auch darüber, das wird sicherlich auch einige Themen, die wir besprechen werden in den nächsten Wochen mitbestimmen. Da haben wir uns auch schon ein bisschen was überlegt. Und wie immer, ich habe auch schon die Ansprache oder die ersten Sekunden der Ansprache von Steinmeier auch gesehen. Es ist eine Schicksalswahl. Es ist wie immer eine Schicksalswahl. Es gibt ja keine Wahl, die keine Schicksalswahl ist. Das muss ja jetzt immer mit so Superlativen um sich geworfen werden. Ja, das ist immer so ein bisschen so die regelmäßige Apokalypse des Parlamentarismus. Mhm.
Ja, ganz ehrlich, ich finde auch, man merkt es an den Wahlplakaten. Also man kann ja auch wirklich diese Verdummung in den Inhalten da drauf wirklich feststellen. Obwohl das sehr schwer ist, weil das schon immer sehr dumm war. Ja, aber ich habe echt das Gefühl, das ist noch mal deutlich schlimmer geworden. Mhm. Also ich meine, früher hattest du ja wirklich, und du merkst das noch bei kleinen Parteien. Es gibt viele kleine Parteien, die tatsächlich auch einfach so Inhalte auf die Plakate noch draufhauen, so nach dem Motto, das ist wirklich das, was wir so fordern. Danke fürs Abo. Aber was man richtig merkt, ist, wie viele Parteien sich nur noch darüber definieren, dass sie nicht die AfD sind. Ja, absolut, absolut. Grüne, FDP, ja. SPD, CDU, alles nur so das gleiche Gesülze von wir sind nicht die AfD. Mhm. Ey, was ich da schon alles gesehen habe, die Grünen, die hängen bei uns fast nur noch diese Plakate mit, ja, mach den Rechten einen Haken durchs Kreuz, irgendwie einen Strich durchs Kreuz oder irgendwie so ein Scheiß. FDP, Standortvorteil, Demokratie, steuert die Migration, bevor es die Falschen tun. Also wirklich, nur wirklich Sachen, die sind, wir sind nicht die AfD, wählt uns, damit die AfD nicht an die Macht kommt. Also ja, da muss man sich dann auch nicht wundern, dass die AfD halt so einen Aufstieg hat. Mhm. Am besten gefallen mir gerade die Sorgen echt für große Aggressionen in mir, die Volt-Plakate. Das ist natürlich für die wichtigste Wahl. Ja, ich hasse die generell, aber drauf ab. Das ist, die haben halt so eine Mischung aus einfach so linken Parolen, also zum Beispiel hier Power to the People und so haben die halt mega viel plakatiert, was mich auch aufregt, dass sie das dann für sich so capturen. Und dann halt auch wieder, was du gesagt hast, dann natürlich zu dem Thema, zum Beispiel haben die ein Plakat, war einfach so groß, sei kein Arschloch. Ach ja, stimmt. Und dann steht halt so ganz, ganz klein und unten in der Ecke steht dann so, also sei kein Rechter. Also wähl halt nicht rechts, wer halt rechts wählt, ist ein Arschloch, so in etwa. Ne? Ja. Ich will bis heute auch immer noch eine Person, die bei Volt aktiv ist, mal kennenlernen. Das ist halt irgendwie so die Sache. So, ich habe noch nie von jemandem ernsthaft mitbekommen, dass er gesagt hat, dass er Volt wählt oder bei Volt aktiv ist. Falls jemand hier in den Kommentaren ist, im Chat, dann meldet euch jetzt bitte. Ich hoffe nicht. Ja, Volt, natürlich, Volt ist nicht rechts. Volt ist eigentlich so paneuropäischer Linksliberalismus. Das ist im Endeffekt das, was die inhaltlich sind, mit einer starken grünen Schlagrichtung. Aber die haben doch auch schon, eigentlich ist das auch schon wieder vorbei, so ein bisschen Piratenpartei-Style. Ja, Piratenpartei nur grüner, kann man eigentlich so sagen. Aber die haben ja schon wieder ihren Breaking Point eigentlich oben, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal was kommt. Also richtig. Die waren richtig krassen Hype. Nee, hatten die nie. Aber die hatten halt diese Anfangsberichterstattung, wo das losging, ne? Da wurde halt viel darüber geredet. Ja, ist ja immer so. Gibt's nicht auch irgendwo noch dieses, gibt's nicht auch dieses Wahlbündnis von dem Varoufakis, wo auch immer mal noch so ein paar Restbestände von dem, was sich hier in Deutschland radikale Linke schimpft, irgendwie drauf schwören? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das, was auch noch interessant ist, finde ich, an dieser Wahl, ist, dass deutlich mehr Länder drin sind. Also ich glaube, das wird auch ein bisschen größer, das Parlament. Aber ich glaube, dass halt einige neue Länder jetzt auch noch dazugekommen sind, wo halt das erste Mal die EU-Wahl stattfindet. Ja. Oder wo das dann so ein bisschen erweitert wird, ja. Ich müsste es selber nochmal nachgucken, aber das habe ich hier gar nicht auf dem Schirm. Das habe ich in einem Beitrag jetzt gesehen, aber ich weiß es nicht genau, welche Länder das waren. Hm. Ja, auf jeden Fall spannend. Also, was ich eigentlich am geilsten immer an der EU-Wahl finde, und deswegen sage ich das auch nochmal mit der Sperrklausel, eine der besten Sachen am Parlamentarismus finde ich, kleine, skurrile Parteien, die nochmal zeigen, was alles politisch möglich ist, was die Leute sich so ausdenken. Weil da hat man so eine richtige Manifestation von diesem ganzen Wahnsinn von Politik im Internet. Und das schätze ich und das liebe ich auch an der EU-Wahl. Und deswegen freue ich mich immer und deswegen wäre ich auch dafür, dass es keine Sperrklausel für den Bundestag gibt. So, weil ich glaube wirklich, ich würde viel mehr mir Bundestagsübertragungen anschauen. Das stimmt. Deswegen, das wäre vielleicht eine Forderung, wenn ihr irgendeine Partei für die Europawahl kennt, die Sperrklausel für jedes Parlament abschaffen will, dann meldet euch. Ich unterstütze das. Aber auch ansonsten ist es ja die Wahl, die so am belanglosesten für die Leute ist, weil das am weitesten weg ist. Also umso weiter weg du letztendlich von dieser
von dieser Lokalpolitik-Ebene kommst, umso belangloser ist es halt für die Leute und umso weniger Leute gehen auch zur Wahl. Weil sich das halt dann noch weiter entfernt von der eigenen Realität anfühlt und was es ja auch real ist. Also das ist es ja auch. So, natürlich greift die EU in unterschiedlicher Weise in unser Leben ein. Es gibt ja auch immer mal wieder so Gesetzesregelungen oder Verbote oder Anpassungen, die dann halt auch umgesetzt werden müssen von den Mitgliedstaaten und solche Geschichten. Aber das ist ja schon sehr vage. Für die meisten Leute passiert dann, also funktioniert das dann halt gar nicht mehr, dieses so, ah ja, das sind also die Leute, die mich dann da irgendwo in Brüssel halt vertreten. Das ist für die meisten Leute irrelevant. Wobei man dazu sagen muss, es gibt ja diese Kompetenzverschiebung hin zur EU. Also wir haben ja eigentlich schon zunehmend, auch jetzt mit den Konflikten gerade rund um Russland, eigentlich auch diesen Trend dazu, dass immer mehr auf europäischer Ebene geregelt wird. Und das wird das ja stimmt, auch bei uns gepusht. Ne? Also du hast ja auch so viel Propaganda, besonders nochmal über die Europawahl, so fürs EU-Parlament. Das stimmt, aber das kommt ja trotzdem bei den meisten Leuten auch nicht an. Ja. Also selbst wenn es eine Kompetenzverschiebung gibt. Das kommt negativ an. Ja, oder so das muss man sagen, weil das ist ja auch ein Teil, auch ne, wieder was, ich meine, wir reden über AfD primär jetzt über das Thema Russland und Migration, aber das ist und bleibt halt was, auch jetzt, ich glaube, die ganzen Proteste rund um die Landwirtschaft haben das auch nochmal in den Fokus gerückt, auch dieses Thema EU abschaffen oder radikal reformieren steht ja immer noch auch so im Raum und sorgt auch immer noch für ja, sehr viel starke politische Meinung auf der Straße und auch online. Was ja auch ein Grund ist, weswegen wir uns auch nochmal vielleicht intensiver mit dem Thema Europäische Union auseinandersetzen werden. Ja, da erwartet euch auf jeden Fall noch was. Und hier kam noch die Frage, ob wir von der Partei die Gesundheitsforschung gehört haben. Ja, tatsächlich wurde mir von meiner Freundin jetzt ein Plakat nochmal von denen zugesendet. Und ich hatte das auch schon mal irgendwie am Rande mitbekommen. Das ist eine Partei, die im Endeffekt sich darum dreht, dass sie mehr Geld für so Human Longevity, also so Verlängerung der menschlichen Lebenszeit haben wollen. Die im Endeffekt so sagen, ja, wenn man das jetzt so mathematisch ausrechnet, wofür Geld jetzt reingegeben wird und was das dann bedeuten wird, wenn wir menschliche Leben irgendwie, wenn wir ganz viel Geld in die Forschung pumpen und menschliche Leben verlängern können und das auch schon jetzt, dann ist es eigentlich unser Anliegen jetzt, dass wir da viel Geld reinpumpen, weil dann schaffen wir den Leuten so und so viele Lebensjahre mehr. Die haben auch tatsächlich immer so einen Text auf deren Plakate draufgepflastert, um überhaupt erstmal so zu erklären, was die eigentlich wollen. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die sonst drauf sind. Gibt auf jeden Fall unsympathischere Forderungen, die man umsetzen möchte. Wer lebt nicht hier länger? Ja, kein Scheiß, ne? Also, ja. Aber das ist, kommt ja sehr gut in diesen Bereich, den du halt meintest mit Skurrilitäten. So. Und ich liebe dann auch wirklich immer diese Beiträge, wo dann halt so die kleinen Parteien bekommen jetzt ihre Bühne und bekommen halt ihr Spitzenkandidat, kann halt 2 Minuten in irgendeine Kamera reinreden. Das ist immer Gold. Ich meine, wurde ja auch schon mit der APPD angesprochen. Mhm. Ich meine, eine Zeit lang war es gezwungen. Ich habe mich damals auch als Kind immer gefreut, wenn diese zwangsweise platzierten Wahlwerbungen im Fernsehen dann gezeigt werden mussten. Nee, also ich meine, wieder Arbeit, das Paradies entsteht. Diese Psycho-Spots, wo einfach nur so Punks halt sich so irre besaufen und so. Einfach irgendwie so um 23.15 Uhr abends auf ARD reinlaufen. Ja. Jo. Gut, weiter geht's. Und das bringt uns nämlich auch auf die lokale Ebene, weil im Kontext des EU-Wahlkampfes ist es jetzt auch zu einem Ereignis gekommen, was gerade so die News bestimmt. Das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Und zwar gab es in Dresden einen körperlichen Angriff auf einen SPD-Politiker, der auch ins Krankenhaus gekommen ist. Gucken wir mal rein. Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Der Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl sorgt parteiübergreifend für Entsetzen. Matthias Ecke war gestern in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von 4 Unbekannten so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Auch ein Wahlkampfhelfer der Grünen wurde attackiert. Bundespräsident Steinmeier nannte die Gewalt eine Warnung. Alle demokratischen Kräfte müssten nun zusammenstehen. In der letzten Zeit haben die Angriffe auf Politikerinnen und Politiker zugenommen. In dieser Straße haben Unbekannte den Spitzenkandidaten der sächsischen SPD für die Europawahl krankenhausreif geschlagen. Matthias Ecker erlitt so schwere Verletzungen, dass er sich einer Operation unterziehen muss. Ein politischer Hintergrund der Tat ist bisher noch nicht bewiesen, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Wir sehen einen sehr brutalen Überfall. Das ist auch eine neue Dimension, eine gefährliche Körperverletzung. Also was mir direkt da so ein bisschen so dazu einfällt, ist, wie das einfach jetzt aufgemacht wird. Also natürlich ist es halt wild, wenn irgendwelche Leute einfach hier beim Plakatieren, also auch wenn es halt irgendwie so ein... Voll, glaube ich, bei uns in Hessen, ne? Genau. Also dass, wie das jetzt halt wieder aufgemacht wird, so eine neue Qualität und auch am Anfang in der Anmoderation, dass es halt eine gesteigerte Gewalt gegen Politiker oder gegen Leute aus Parteien gibt, die jetzt Plakate aufhängen, dann wäre halt immer spannend, eine Statistik dazu zu hören oder so, weil das muss man ja schon irgendwie nachweisen und es gab halt solche Angriffe immer und immer wieder und du hast es gerade gesagt, wir hatten ja auch einen sehr brutalen Messerangriff, glaube ich sogar, auf eine, ist das eine SPD-Politikerin auch gewesen? Du meinst damals in Köln? Ja, genau, in Köln, ja. Mit dem eine Armlänge Abstand, die... Genau. Die, ja... Oder jetzt halt auch mit dem Mordanschlag auf hier Walter Lübcke und so. Also es ist ja eigentlich so ein ständiges Thema, was sowas passiert ja einfach tatsächlich. Und es ist jetzt für mich jetzt gerade nicht zu erkennen, wo jetzt halt die neue Dimension dieser Gewalt liegen soll, auch wenn das natürlich... Also es stimmt tatsächlich schon. So, es gibt da auch so hatte ich es mal mitbekommen. Genau, Henriette Rieker war das damals. Es war ja auch im Anschluss an eben die... massenhaften sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht durch Migranten. Und es gibt schon Statistiken dazu, die zeigen, dass es eben zu einer Häufung seit eigentlich so, ja, rund eigentlich so um die große Migrationswelle 2015 von so Angriffen gibt und auch, dass es auch beispielsweise jetzt durch Reichsbürgerideologie eben zu einer höheren Gewaltbereitschaft rund um das Thema gibt. Und deswegen, da ist schon was dran, auch jetzt einfach auf dem lokalen Level. Klar, diese krassen Fälle gab es ja die ganze Zeit. Also wir hatten ja vorher auch schon, sagen wir mal jetzt, was Neonazi-Terror und so angeht, auch vorher schon Fälle von eben... Angriffen auf Politikern. Aber das muss man ja trotzdem dann noch einordnen. Man kann ja sagen, dass es so in den letzten 5 Jahren eine Zunahme oder so, oder in den letzten... Wann war das mit Köln? 2016? 16. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber okay, so lange ist das schon her? Ja, das ist auf jeden Fall schon... Oder vielleicht war es auch 17. Ich bin auf jeden Fall, dass es halt in diesen seitdem halt irgendwie zu einer Zunahme im Vergleich dazu vorgekommen ist. Das kann man ja sagen. Das ist halt ein großer Unterschied. Es kommt jetzt gerade zu einer neuen Qualität, weil das ist es halt für mich jetzt erstmal nicht. Ja, ich meine, natürlich ist es in dem Sinne, was jetzt mit diesem Angriff gemacht wird, also ne, es geht jetzt auch nicht darum, dass die Leute irgendwie hier denken sollen, dass wir da irgendwie empathielos oder so dran gehen, natürlich ist das eine abgefuckte Geschichte, aber sagen wir mal, wie das jetzt verarbeitet wird, ist natürlich so, es passt halt in dieses EU-Wahlkampf, das, was die jungen Leute, und es wurde ja gerade einmal geschrieben, es hat sich genau jetzt schon einer gestellt mit 17 Jahren. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was jetzt der genaue, ob schon irgendwas über den politischen Hintergrund bekannt ist. Ich meine, wir alle haben natürlich im Kopf, dass das jetzt eine Attacke von Rechtsradikalen auf den SPDler ist. Ist ja auch sehr naheliegend. Wie das jetzt geframed werden wird, ist ja irgendwo klar. Die AfD spricht. Das, was da jetzt passiert, ist die reale Folge von Straßengewalt. Mhm. Das ist natürlich auch die Darstellung, die Linksliberalen in Deutschland immens nützt. Wird ja im Endeffekt auch von Linksradikalen auch so mitgetragen. Und das ist natürlich sehr effektiv jetzt im EU-Wahlkampf, wenn man so darüber spricht, weil es natürlich den Leuten jetzt noch mal vor Augen führen soll, guckt mal, selbst wenn ihr aus guten Gründen die AfD wählt, das ist das, was
daraus eigentlich auf der Straße resultiert. Überlegt euch das nochmal gut. Schauen wir nochmal weiter, was noch sonst noch so gesagt wird. Ich wünsche Matthias Ecke schnellstmögliche Genesung, aber wir nehmen diese brutale Tat eben auch zum Anlass, jetzt alles in die Ermittlungen zu werfen. Sollten politische Motive für die Tat nachgewiesen werden, will die Bundesinnenministerin mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Ländern beraten, was daraus folgen muss. Sie fordert die Innenministerkonferenz auf, auszutauschen, welche Art von Schutzmaßnahmen, welche Art von Maßnahmen wir ergreifen müssen, um demokratische Politiker zu schützen. Die SPD-Spitze reagierte schockiert auf den Angriff. Viele sozialdemokratische Europawahlkämpfer trafen sich heute auf einem Demokratiekongress in Berlin. Der Bundeskanzler kommentierte den Angriff auf Matthias Ecke ähnlich wie der Bundespräsident und der sächsische Ministerpräsident. Die Demokratie wird von so etwas bedroht. Und deshalb ist achselzuckendes Hinnehmen niemals eine Option. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen. In Essen sind am Donnerstagabend Wahlkämpfer der Grünen tätlich angegriffen worden. Vergangene Woche blockierte eine aufgebrachte Menge das Auto der grünen Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt. Wissenschaftler sagen, das zeige, welche Folgen der Ton in der politischen Auseinandersetzung haben kann. Eine verbale Entgleisung, verbale Verrohung, radikalere Auseinandersetzungen mit Gegnern, auch wenn sie noch im Rahmen der Meinungsäußerung liegen, führen natürlich dazu, dass die Leute glauben, man müsse das noch verstärken. Und die Verstärkung liegt dann immer in Anwendung von Gewalt. Der Dresdner Angriff auf einen sozialen... Ja, ich finde, man muss das, also das wird dann jetzt auch wieder alles in einen Topf geworfen, ne? Wo dann halt jetzt in der Ausführung dann auch so Sachen mit reingenommen werden, dass halt irgendwelche Politiker blockiert werden, die Autos blockiert werden nach Wahlkampfveranstaltungen oder so. Wird dann halt in einen Topf geworfen mit, da wird halt irgendwer krankenhausreif geschlagen und so. Und das ist ja, da liegen ja Welten dazwischen. Und wenn wir jetzt halt mal davon ausgehen würden, wir würden in einer anderen Zeit leben, wo anstatt von rechts so ein Oppositionsdruck von der Straße kommt, von links so ein Oppositionsdruck von der Straße kommen würde, wo halt Politiker Autos von linken Demonstranten blockiert werden würden, würden wir alle halt Jura schreien, ne? Würden wir alle sagen, ja, stabil halt so, ne? Dass halt den Politikern Druck gemacht wird. Natürlich würden wir jetzt wahrscheinlich auch sagen, wenn jetzt halt von links irgendwie Leute anfangen würden, irgendwelche EU-Politiker von der SPD kaputt zu schlagen, würden wir wahrscheinlich auch sagen, ja, das ist halt scheiße, weil es bringt halt nichts, weil es halt dumm ist, weil es halt nur der Regierung halt nützt, halt dann sich halt als Opfer darzustellen und halt dann Proteste zu diskreditieren. Aber daran sieht man halt, dass es gar nicht so einfach ist, dann einfach zu sagen, ja, guck mal, hier werden halt Politiker blockiert und so. Eigentlich ist das ja cool, wenn die halt blockiert werden und die nicht einfach so einen Wahlkampf machen können bei der Politik, die sie halt machen. Ja, also, ne, kommt halt immer darauf an, was einfach die Inhalte von den Sachen sind. Ja. So, ganz einfach. Aber wie gesagt, das in einen Topf werfen, das liegt ja auch weniger daran, dass das jetzt alles irgendwie das Gleiche ist, sondern es geht hier um zweierlei. Einmal, es spielt sich außerhalb von dem Kosmos von Wahlen ab und beinhaltet halt Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. Das findet natürlich Staat und Staatsschutz nicht gut. Und das andere ist eben, es wird identifiziert mit dem großen Feind des aktuellen Staates, nämlich seiner rechten Opposition. So. Und das reicht eigentlich auch schon dazu aus, um dann eben all die Sachen in einem Atemzug zu nennen. Aber ja, natürlich stimmt es auch, Björn, da ich würde jetzt nicht so weit gehen, das halt mit der SA gleichzusetzen, weil es einfach eine ganz andere Form der Qualität der Gewalt halt zu der Zeit damals war. Aber trotzdem stimmt es natürlich, dass wenn wir uns ansehen, das ist halt ein Teil der ja auch wirklich faschistischen Methode, und wenn sich das jetzt darin einreihen sollte, eben Gewalt gegen politisch Andersdenkende und auch dann natürlich gegen Liberale anzuwenden. Und da sollten wir uns auch ganz klar gegen stellen, wie wir das ja auch trotzdem gemacht haben, auch wenn wir das jetzt halt einordnen, aber natürlich wollen wir nicht, dass irgendwelche Liberalen halt von rechten Mobs halt durch die Straßen gejagt werden.
Ja, weil wir, also denen ist das ja auch so ein bisschen Wumpe, ne? Also wir sind ja genauso identifiziert als das Gleiche, genauso wie die als das Gleiche, wie wir identifiziert werden, nur dass wir deutlich bedeutungsloser sind als SPD-Europa-Kandidaten. Und man kann ja auch tatsächlich feststellen, dass es einfach zu einer deutlich erhöhten Akzeptanz von solcher Methodik in politischen Auseinandersetzungen von rechts gekommen ist. Ja. So. Und auch einer viel größeren Alltäglichkeit. Also gerade dieses Politiker blockieren, gerade jetzt für die Grünen oder auch andere Ampelpolitiker, das hat ja wirklich Schule gemacht und ja. ist deutlich akzeptierter. Man sieht da auch eigentlich so eine wachsende, anerkannte Militanz in einer rechten Straßenmassenmobilisierung. Ja, und das ist auch was, was der Staat ja auch erkennt und weswegen er auch einen Augenmerk darauf gelegt hat und auch so die Repressionen gegen rechts sehr stark angezogen wurden in den vergangenen Jahren. Und da ist der, also da wird schon einiges gemacht, um dann halt da entsprechend gegen vorzugehen, weil die Leute ja selber angegangen werden und selber angegriffen werden. Deswegen haben sie ja auch mittlerweile ein eigenes Interesse als Politiker, dagegen vorzugehen. Ja, weil es eine radikal andere Politvorstellung ist. Also das muss man ja auch dazu sagen, es ist einmal Führungsanspruch und es ist eine andere Politik. Und deswegen, spätestens jetzt, sollte man vielleicht auch diese linke, eigentlich schon jahrelang überholte Phrasendrescherei von irgendwie auf dem rechten Auge blind oder so, kann man spätestens heute jetzt mal wirklich mal langsam lassen. Ja, und mach ruhig schon mal weiter. Weswegen Ebola mit der FDP? Das liegt einfach daran, die FDP kann sich, also sie ist nicht beliebt im rechten Lager, aber die FDP kann sich in der Ampel eben immer noch als die Partei so ein bisschen so, dass die rechts-neoliberale Restvernunft darstellen. Ja. Und das verschafft denen eigentlich keine großen Sympathien und sicherlich auch keine Wahlerfolge. Was sorgt dafür, dass sie nicht durch die Straßen gejagt werden? Genau, es hat so ein bisschen, sie werden etwas mehr geschont als andere, wobei das auch nicht für alle in der Partei gilt. Da müsst ihr mal einfach in so einen rechten Telegram-Channel reingucken. Da gibt es auch einzelne von der FDP, die auch auf Listen stehen für die Zeit nach der großen rechten Revolution. Wir sprechen noch über eine andere rechte Revolution, oder? Ja, genau, weil das Thema ist eigentlich auch schon durch. Das nächste rechte Revolution, ja. Ach so, nee, ich dachte jetzt tatsächlich kommt das andere Thema. Nicht, genau, ja. Ja, können wir auch machen. Ja, machen wir mal wieder, damit mir jetzt hier nicht irgendwas vorgeworfen werden kann. Ich dachte nämlich, das kommt, genau. Okay, genau, das war ja ein Riesenthema. Ich würde sogar sagen, war jetzt das größte Thema die letzten Wochen. Es gab ja eine große islamistische Demonstration in Hamburg mit 1000 Islamisten, die daran teilgenommen haben und die auch sehr offensiv sich gegeben haben. Also ihr habt sicher die Bilder auch gesehen mit halt Schildern, Kalifat ist die Lösung und so weiter. Also sicherlich so offensiv und klar, wie das seit sehr vielen Jahren nicht mehr passiert ist in der Form und in der Größe. Also das ist, ich würde sagen, seitdem ist der IS dann verboten wurde, es gab ja diese großen Demonstrationen vom Islamischen Staat früher, wo der noch nicht verboten war und noch nicht das eigene Kalifat hatte, als Gegenproteste gegen Pro-NRW und so, wo die immer diese Mohammed-Karikaturen da gezeigt hatten und die dann immer ausgerastet sind. Und seitdem gab es, glaube ich, keine Demonstration, die so offensiv in der Größe zumindest ja wirklich das Kalifat halt in Deutschland gefordert hat. Dementsprechend auch sehr nachvollziehbar, dass es da eine große gesellschaftliche Diskussion jetzt drum gibt. Und es gab jetzt auch eine Demonstration in Hamburg als Gegenreaktion darauf. Gucken wir da mal rein. Ich muss einmal noch mal kurz anmerken, dass Konstantin Schreiber wirklich eine kranke Jawline hat. Ich finde, der wird perfekt. Konstantin, wenn du was hörst, du könntest gut den nächsten Batman spielen. Gegen Islamismus und Antisemitismus auf die Straße gegangen. An gleicher Stelle hatten vor einer Woche Islamisten demonstriert und ein Kalifat gefordert. Die Teilnehmer der Kundgebung heute verlangten ein Verbot solcher Aufmärsche. Freiheitliche Werte und das Grundgesetz müssten verteidigt werden. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Vereinen und Parteien, unter anderem die kurdische Gemeinde Deutschland. Also ich finde, man sieht auch, dass es eine sehr kleine Kundgebung ist.
Es ist sehr spannend, dass das überhaupt als also natürlich ist es gerade dieser Diskurs darum, aber es ist ein sehr kleines Ereignis eigentlich. Da sind halt deutlich weniger Leute als auf der Islamistenkundgebung und es kommt halt als dritte Nachricht, ne? Jetzt hier in der Tagesschau. Aber ja, also das, wir haben ja noch gar nichts da sonst drüber erzählt, weil wir ja noch keine Gelegenheit jetzt hatten, weil wir nicht live waren und so. Aber da, um das ganz klar zu sagen, also das ist halt auch ein richtig, richtig krasses Ereignis und was sich da breit gemacht hat, gerade nochmal jetzt durch eine generelle Entwicklung des Islamismus in Deutschland, aber im Speziellen jetzt auch nochmal durch eine gesteigerte Reichweite, wird ja auch jetzt viel diskutiert auf TikTok und so, von diesen YouTube-Predigern und speziell diesem, wie heißen die nochmal, die jetzt halt hinter dieser Demonstration stecken? Ich glaube, das war Generation Islam. Genau, die sind ja, ja wirklich so, die haben das jetzt ja nochmal so ein bisschen wie so eBay-like, also so ein bisschen, nicht ganz natürlich, die machen das ein bisschen anders, aber einfach so mit einer sehr professionellen Aufmachung, was sehr ansprechend für Jugendliche ist, nochmal so richtig gepusht jetzt, so diesen islamistischen Weg. Naja, es macht ja auch Sinn, dass sie aktuell jetzt eigentlich damit auf die Straße gehen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass es jetzt diese komplett neue Qualität ist, weil ich meine, dass wir ja auch vor ein paar Monaten in Essen eine ähnliche Sache auf einer Palästina-Soli-Kundgebung hatten, Soli-Demonstration, wo... Das war auch, viel kleiner, aber ja. Ich glaube, es war tatsächlich größer und es wurde auch eben offen schon mit diesen Schildern aufgetreten. Und das... Warum die das jetzt machen, hängt auch eigentlich daran, dass sie eben sehen, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, eben mit dem Israel-Gaza-Konflikt wieder eine neue Generation abzugreifen, die dadurch in eine direkte Opposition zur westlichen Demokratie und zur BRD eigentlich stehen. Mhm. Und jetzt können sie halt sehr gut damit anknüpfen, während es eine allgemeine, sehr starke Schwäche, auch einfach aufgrund unserer eigenen Positionierung, zu dem ganzen Israel-Gaza-Konflikt gibt, dass es keine wirkliche Opposition zu ihnen da gibt. Also natürlich, wenn man jetzt irgendwie hier an den Unis ist, wo wir ja gleich nochmal zu kommen werden, dann hat man eine Möglichkeit, auch auf eine linke Art und Weise Palästina solidarisch zu sein. Aber die natürlich jetzt da auftreten, neben den einfach regulären palästinensischen Exilkräften hier, die aber eine größere gesellschaftliche Agenda haben, sind halt einfach die islamischen Fundamentalisten. Und die können jetzt diese große Generation abgreifen mit ihrer sowieso schon existenten vorherigen konservativen Prägung und natürlich auch Prägung durch den Online-Auftritt. Und ich denke, das ist genau jetzt ein Schlüsselmoment, weswegen sie auch sagen, wir wollen jetzt wieder das, was wir lange nicht mehr gemacht haben, wo wir gesagt haben, wir fischen einfach nur in unseren eigenen Communities, da wollen wir jetzt diesen Moment aufgreifen und können jetzt auch so offensiv da einstehen, weil wir jetzt wieder so viele Leute haben, die hier einfach von diesem System, von diesem Staat maximal entfremdet werden. Ja, und dieser Staat hat mit seiner Raison ja die probiert ja alles, halt die Restfragmente von der linken Palästina-Solidaritätsbewegung, die es halt in Deutschland noch gibt, halt also mit abgefahrener Repression halt kaputt zu schlagen. Und es gibt bisher, finde ich, vergleichsweise wenig Repressionen gegen die ja auch insgesamt relevantere, eben islamistische Solidaritätsbewegung in Palästina. Da habe ich halt kaum was gehört bisher, muss ich sagen. Und das wird sich sehr stark auf halt diesen linken, diese linke Tendenz, Resttendenzen, die es halt noch gibt. Und ja, dementsprechend können jetzt halt, wie du es gerade ausgeführt hast, die Islamisten dieses Feld, was jetzt halt weitestgehend schon mal leergeräumt wurde von den linken Aktivitäten halt ausfüllen. Ja, und es ist halt auch eine absolut prekäre Lage für uns, weil auf der einen Seite, wie gesagt, verlieren wir alle möglichen Leute, gerade junge Leute aus muslimischen Communities, gerade weil einfach die deutsche radikale Linke bekannterweise ihre absolut abgefuckte Position zum Israel-Palästina-Konflikt hat. Und auf der anderen Seite die deutsche radikale Linke aufgrund ihres verqueren Antirassismus, abgesehen jetzt von wieder dann eben absolut hängengebliebenen antideutschen Elementen, einfach auch nicht die Fähigkeit hat, auf islamischen Fundamentalismus zu reagieren, was natürlich auch wiederum darum liegt, dass sie auch keine Verbindung in diese Communities hat. Und da haben wir eben eine perfekte Melange eigentlich, die am Ende für ein absolutes Desaster in dem Umgang damit sorgen wird. Ja. Und ich habe auch ehrlich gesagt nichts, keine, ich habe wirklich keine Reaktion mitbekommen.
Da waren gerade Antifas. Ja, da waren halt ein paar Antifas. Ich meine jetzt halt, bis auf jetzt diese Demo, ich meine jetzt halt wirklich von den ganzen linksradikalen Strukturen, die es so gibt, da verhält sich einfach niemand dazu. So, das ist halt, also, wenn man das mal betrachtet, von der Größe und Relevanz des Ereignisses, wie viele Leute daran teilnehmen, also wo halt auch wirklich, wo halt schon in den Demonstrationszug so viele, so abgefuckte, komplett reaktionäre, rechtsradikale Positionen vertreten werden und dargestellt werden, auch zum Beispiel mit der Geschlechtertrennung auf der Demonstration und so, das ist ja total abgefahren von den Bildern alleine, von dieser Demo, die da stattgefunden hat. Ja, und da regen sich die Linken einfach nicht. Also wie kann das, das ist halt, das macht mich halt immer wieder so wahnsinnig. Ich meine, wir haben ja ausführlich in unserer Folge über die Islam-Debatte, zwei Folgen sogar, aber nochmal speziell in der Linken halt geredet, und das ist halt, also speziell für Hamburg, so 1000 Rechtsradikale auf einer Demonstration, die halt offen, nicht nur jetzt auf, keine Ahnung, zum Beispiel auf einer Querdenken-Demo, da wird es wahrscheinlich auch dann mal in Hamburg mal eine größere Demonstration gegeben haben, wo auch Rechte mit dabei waren, die auch daran teilgenommen haben, aber die halt wirklich offen halt eine komplett reaktionäre Position propagieren können. Wo hat es denn das bitte seit langem jetzt in Hamburg gegeben? So, was ist los? Das ist so krass. Das ist halt die Sache, es gibt natürlich keine Strategie gegen islamischen Fundamentalismus von der revolutionären Bewegung, aber es gibt noch nicht mal ein taktisches Agieren dazu, wenn es aufkommt. Und ich will dir das jetzt nicht vorwerfen, Bjarne, aber ich finde, dieser Kommentar passt perfekt in die Analyse des islamischen Fundamentalismus in Deutschland aus einer linksradikalen Perspektive. Ja, irgendwie kommt das alles aus dem Nichts. Ja, natürlich kommt es aus dem Nichts, wenn man überhaupt keinen Überblick über die Strukturen hat, wenn man kein Verständnis darüber hat, wie die Islamisten eben neue Mitglieder werben, wie sie in ihren Communities agieren, was es auch für Unterschiede zwischen ihnen gibt, was es teilweise für einen theologischen Zwist da gibt, für unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, dann guckt man immer wieder auf ein Phänomen und sagt doch, wo kam das denn jetzt her? Weiß ich auch nicht. Ja, wenn das so ganz spontan aus dem Nichts passiert, dann können wir auch leider nicht drauf reagieren. Und das ist ja auch so ein bisschen die Sache, die es dann auch bei Querdenken genauso gab. Ja, irgendwie auf einmal kam das ja alles zusammen, wissen wir auch nicht. Und natürlich will man dann auch nicht sich eingestehen, dass das vielleicht auch was mit den eigenen Haltungen zu bestimmten Fragen hat und mit einigen größeren Problematiken, die dahinter stehen, wie ich es gerade mit dem Israel-Gaza-Konflikt angesprochen habe. Ja, aber was du schreibst, Janne, dass es halt dann eingeschlafen ist nach 2010, das dürfte ja dann ungefähr das gewesen sein, was ich erwähnt habe, wo dann der Islamische Staat noch hier in Deutschland auf der Straße war, vorher verboten war und so. Das ist ja nicht eingeschlafen. Das war 2015 ungefähr. Also war es 2015? Also okay. So bis dahin gab es, glaube ich, diese größeren Auseinandersetzungen. Okay. Aber das ist ja nicht eingeschlafen trotzdem dann auch seit 2015, sondern die haben halt einfach, die verändern halt ihre Strategie halt immer wieder, ne? Also die bekommen halt dann Repression, die haben halt dann zum Beispiel mit ihren Koranverteilaktionen, da wurden ja auch Sachen verboten und haben halt Repression bekommen. Und dann fahren die erstmal wieder einen Gang runter, was halt diese öffentliche Straßenpräsenz angeht. Die sind ja nicht weg, so die Leute und die Strukturen. Und generell ist ein erheblicher Teil der islamistischen Strukturen findet halt eben nicht in klassischer Weise, wie wir das jetzt halt als Linke gewohnt sind, von jetzt irgendwie der politischen Rechten, von irgendwelchen Nazis auf der Straße statt, was die machen, sondern das findet halt in einem kulturellen Kreis statt. Die haben halt enorme Infrastrukturen über die Moscheeverbände und darin findet das halt eben statt. Da gibt's, und das ist ein gigantisches Feld von Tausenden, Abertausenden von Menschen, was die Linke überhaupt nicht überblickt. Und deswegen wirkt das dann auch wieder so, wenn das aus dem Nichts kommt, weil die timen das dann halt gut ab. Jetzt müssen sie halt auf die Straße. Jetzt müssen sie halt sichtbar werden wegen der Situation in Palästina. Und jetzt wird dann sie halt ihre Chance, wieder was abzugreifen. Dann wird es wahrscheinlich wieder eine Repression vom Staat geben, was das Ganze wieder so ein bisschen zurückdeckelt in die Verbände. Und dann wird vielleicht auch wieder mal ein paar Jahre wieder nichts mehr passieren. Das kann wieder genauso passieren, wie das dann auch 2015 herum geschieht. Vielleicht wird dann auch wieder dieses Medienprojekt, was jetzt halt diese Demo angeleiert hat, verboten. Aber dann hört das ja nicht auf weiterzumachen, sondern die warten halt wieder auf den neuen Moment, wo die halt wieder hinaustreten können. Und beim nächsten Mal in 3 Jahren sind es halt dann vielleicht nicht mehr 1000, sondern 5000 Leute, die dann in Hamburg auf der Straße sind. Ja, und um das ganze Thema dann nochmal abzuschließen,
Was natürlich auch bei dem Ganzen dann noch dazu kommt, ist das, was wir dann eben wie hier an den Gegendemonstrationen dazu sehen, ja, auch einfach keine wirklich revolutionäre Massenantwort darauf bieten kann. Und das sieht man ja auch in den Inhalten, die da vertreten werden. Wir haben hier eine Mischung eigentlich aus diversen Diaspora-Gemeinden von eben kurdischen Kräften, die pro-israelisch eingestellt sind, und der rechten iranischen Exilbewegung, teilweise natürlich auch da dann wieder linken Kräften, aber man sieht auch, glaube ich, einige Leute, jetzt nicht bei den Bildern, ich habe andere Bilder gesehen, wo auch da sieht man es gut hier, genau, hier die Bilder des iranischen wie ist eigentlich nochmal die offizielle Bezeichnung, iranischen Monarchie, ne? Also das vielleicht nur kurz zur Erläuterung, also ja, wenn ihr hier eine Iran-Fahne seht mit einem Löwen drauf, das ist halt von der Exilgemeinde halt eben die reaktionären monarchistischen Teile, ne? Genau, und wie man es auch sonst sieht, halt eben ganz klar dann wieder auch der Fokus auf eine pro-israelische Haltung und das Ganze dann eben auch noch Israel-Fahne, staatlich eingebunden. Und das zeigt dann ja auch einfach wieder das ist genau das gleiche Problem, was wir eben mit einer Opposition zur AfD haben, dass dann, wenn eben solche Sachen, wenn das dann die Opposition dazu ist, dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Leute, da haben sie ja sogar recht, genauso wie wenn AfDler das sagen, wie wenn jetzt junge Leute, die sich vielleicht zu einem islamischen Fundamentalismus hingezogen fühlen, wenn sie sagen, ja, aber das ist doch einfach nur die Regierung, die da steht, das ist die Regierungslinie, die da steht. Ja, und dann müssen wir uns auch wirklich nicht wundern, dass die Leute in ihrer Oppositionshaltung einfach bestärkt werden und sagen, ja, aber ihr, was wollt ihr denn für eine Antwort drauf geben? Ihr seid doch das. Das ist die Opposition zu uns. Ja gut, dann da müssen wir halt aktiv werden. Da müssen wir eine tatsächliche Opposition zu bilden. Und das ist auch das Traurige, was man dann am Ende sagen muss. Dazu sind wir, aber gerade mit der materiellen Realität unserer revolutionären Bewegung und der größeren radikalen Linken in Deutschland einfach nicht in der Lage. Ja, und das müssen wir halt für das nächste Mal, wo es wieder gefühlt aus dem Nichts kommt, dann nämlich schaffen. Also was man vielleicht noch dazu sagen muss, es wäre theoretisch in der Lage. Also jetzt zum Beispiel in Hamburg könnte halt irgendwie die EL und ums Ganze und sogar auch der Rote Aufbau oder was weiß ich für Strukturen könnten doch dazu eine Demonstration dann machen. Eine weitere Demonstration dann, ne, die jetzt halt auch außerhalb von dieser Regierungsdemonstration im Prinzip läuft. Warum denn nicht? Aber es passiert halt nicht, weil ja auf Grundlage eben der aktuellen inhaltlichen Realität der radikalen Linken und auch weil man dann halt sich damit sehr schwer tut, damit umzugehen, weil man da eben Angst hat, in diverse Fettnäpfchen reinzutreten und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das Einzige, was halt passiert ist, wie wir es halt schon gesagt haben, dass man den Rechten in dem Fall dann halt den Islamisten das Feld überlässt. Ja, und jetzt kommen wir auch zu dem Feld, was denen gerade überlassen wird, ne? Genau. Und da sieht man jetzt auch ganz gut in diesem Beitrag wiederum, wie dann jetzt halt von der Staatsräson und den Medien halt dann auf Linke Proteste an Universitäten halt eingegangen wird, weil da geht es dann halt eben um jetzt palästinensolidarische Proteste an Unis in Deutschland. Demonstration an der Humboldt-Universität in Berlin wegen des Gaza-Krieges wächst die Sorge, dass israelfeindliche Proteste an Unis sich auch hierzulande ausbreiten. Der Präsident des Zentralrats der Juden Schuster sagte der Rheinischen Post, jüdische Studierende seien bereits in hohem Maße von Antisemitismus betroffen. Er befürchte Verhältnisse wie derzeit in den USA. Vor der Berliner Humboldt-Uni gestern Nachmittag. 150 Menschen protestieren gegen Israels Krieg gegen die Hamas. Einige von ihnen rufen israelfeindliche und volksverhetzende Parolen. Die Polizei leitet 37 Strafverfahren ein. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sieht eine gefährliche Tendenz. Ich sehe mit Sorge, dass es eine antisemitische und anti-israelische Grundstimmung gibt an vielen Universitäten, dass man jüdische Studierende in Kollektivhaftung nimmt dafür, was im Gazastreifen passiert, was die israelische Armee macht, das ist nicht hinzunehmen. Der Fall wird diskutiert vor dem Hintergrund solcher Szenen aus den USA. An 30 Universitäten geht die Polizei seit Tagen gegen pro-palästinensische Protestcamps vor. Von deutschen Universitäten fordert Bildungsministerin Stark-Watzinger, dass sie mehr gegen Antisemitismus tun.
Wir müssen mit all dem, was an Instrumenten da ist, mit Blick auf Räumung, Hausrecht ausüben, auch Exmatrikulation, wenn es zu Straftaten kommt, eben ein Stoppschild setzen. Gleichzeitig hat die Versammlungsfreiheit in Deutschland aber einen großen Stellenwert. Die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit erlauben bei friedlichen Protesten. Ja, bla. Also daran sieht man halt, finde ich, sehr, sehr gut, wie halt damit umgegangen wird. Es gibt halt eine komplette Gleichsetzung und überhaupt keine Differenzierung an der Stelle von, wo jetzt halt Leute, also kann ja sein, dass es da auch halt im Kontext in den USA, da weiß ich halt, was da alles noch passiert, halt wenn da in 30 Städten Demonstrationen an Universitäten sind, mag auch sein, dass es da auch Fälle von Antisemitismus oder so gibt, dass es tatsächlich auch jüdische Studenten dann da halt irgendwelche Probleme bekommen. Kann ich mir auch vorstellen, aber du kannst doch nicht sagen, das ist eine komplette Gleichsetzung von Protesten, die sich ganz klar halt eben gegen den Völkermord in Palästina richten, die sich ganz klar gegen Israel und erstmal nicht primär gegen Juden richten, dann einfach, dass die ganze Zeit diese Gleichsetzung von Antisemitismus und Anti-Israel so. Und ja, das ist genau das, was halt hier getan wird. Und nicht nur nicht primär gegen Juden richtet, sondern wie es ja halt auch geschrieben wurde. Ja. Es gibt einfach ganz viele jüdische Linke, also in Deutschland, vielleicht auch noch in Berlin stärker als anderswo, aber gerade in den USA sind diese Proteste auch von super viel von Juden mitgetragen, die einfach da drin aktiv werden. Und ich finde das wirklich einfach absolut behämmert, wie hier darüber berichtet wird. Und die Sache ist ja die, es sind ja wirklich auch nicht die Leute, die wir gerade gesehen haben, die dann bei sowas irgendwie antisemitische Übergriffe begehen oder so. Das ist halt absoluter Quark, wirklich absoluter Müll. Also es stimmt natürlich, mit jedem Konflikt des israelischen Staates mit einem anderen Staat oder eben mit den palästinensischen Gebieten kommt es natürlich auch zu einer absoluten Vermehrung von antisemitischen Übergriffen hier. Das liegt daran, dass es überall eigentlich in allen Staaten und auch in Deutschland eine starke antisemitische Haltung zu unterschiedlichen Graden in verschiedenen Communities gibt. In islamischen Communities noch mal deutlich stärker. Und natürlich sorgt das dann auch dafür, dass eben die Leute ihre Opposition zum israelischen Staat oder zu den Handlungen des israelischen Staates auch mit ihrer antisemitischen Haltung verbinden und das dann auch in Straßengewalt gegen Juden entladen. Und das ist ja auch einfach ein Fakt. Und auch sicherlich ist es dann teilweise so, dass sich in diese linken Proteste auch mal tatsächliche Antisemiten verirren. Und es auch Leute gibt, die dann irgendwie aus vielleicht auch teilweise einem absolut verqueren Antirassismus, der sich dann stark irgendwie gegen Siedlerkolonialismus richtet und alle Siedler sind irgendwie mitschuld und dann trifft man irgendwo da einen Exil-Israeli, der eine unklare Haltung oder so zu dem Ganzen hat und irgendwie, ja, ich weiß jetzt auch nicht, und dann kriegt er halt irgendwie trotzdem ein paar aufs Maul. Klar, gibt es auch bei Linken dann teilweise so hängengebliebene Leute, die das machen. Genauso wie es ja auch bei antirassistischen Protesten in den USA dann mal zu richtig hängengebliebenen Übergriffen gegen Weiße oder so kommt. Und das ist dann halt beim Antisemitismus natürlich noch mal stärker, weil es einfach da eine viel stärkere historische oder weil es da eine richtig starke historische Tradition gibt. Ja. Nichtsdestotrotz ist es aber in all den Fällen von solchen reaktionären, individuellen Übergriffen einfach die Aufgabe von den Bewegungen, dagegen vorzugehen. Und tatsächlich, ich kenne wirklich einige Leute, die auch in so Palästina-Soli-Sachen unterwegs sind. Und wenn ich mit denen quatsche, die haben eine ganz knallharte Meinung und die haben auch eine ganz knallharte Haltung intern, dass diverse Leute ausgeschlossen wurden, weil sie dann entweder schon vor mit einem Hang zu Verschwörungsideologien oder Antisemitismus reinkamen oder auch da drin dann auf einmal sowas vertreten haben, die dann wirklich teilweise auch dafür mal eine Backpfeife oder so kassiert haben. Und so wie das hier natürlich, das ist einfach nur absolute, wirklich absolute Propaganda, wie damit umgegangen wird. Einfach nur jetzt Teil von diesem allgemeinen, einfach nur gleichsetzen und versuchen, kaputt zu reden von jetzt diesen pro-palästinensischen Sachen, die es gibt. Weil das jetzt wirklich als hier irgendwie, wenn man sich das anhört, wirkt das ja so, als wäre diese Kundgebung von Linken davor, diese Sit-in-Sitzblockade vor der Humboldt-Universität eigentlich schon eine Vorstufe zu einem Pogrom an jüdischen Studierenden. Ja, und man muss sich das auch mal vorstellen. 150 Leute! Also das ist ja, na klar, das ist jetzt keine Mini-Mini-Kundgebung.
Aber trotzdem, 150 Leute ist doch nix. So, da berichtet halt die Tagesschau halt groß, halt gucken sich das halt Millionen von Leute halt an. Ganz groß wird das halt aufgemacht. So. Das ist ja jetzt keine riesige Massenbewegung oder so. Klar, in den USA ist es halt ein bisschen größer. Aber was wird hier denn bitte verhandelt? Und genau das ist halt eben der Punkt. So wird halt in der Intensität gegen diese wirklich kleinen, ganz kleinen linken Pro-Palästina-Bemühungen, die es halt in Deutschland gibt, wird halt mit so einer krassen Repression vorgegangen. Auch zum Beispiel dieser Palästinatag oder so, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, weil ich mich gar nicht inhaltlich, ich habe mich damit gar nicht inhaltlich auseinandergesetzt. Ich glaube auch, dass dann sicherlich ganz viel verhandelt wurde, was nicht unsere Position ist und nicht unsere Tendenz ist. Aber ja, das wurde halt einfach total einer Repression unterzogen, die halt absurd war. Und da werden halt Dinge aufgeladen, die einfach nicht der Realität entsprechen und wo der Staat halt wieder ganz, ganz klar politisch halt agiert. Und das tut er genauso, wie er das damals gegen zum Beispiel die Querdenker getan hat, als Beispiel. Wo das auch halt ganz klar politisch aufgemacht wurde und verallgemeinert wurde und so weiter und so fort. Und wo auch viele Linke dann halt da wieder mit drauf aufgesprungen sind. Und wem nützt diese ganze Situation wieder? Genau, was wir davor besprochen haben, eben den Islamisten. Weil die werden gerade nicht in der Intensität repressionsmäßig angegangen, wie das halt diese kleine linke Palästina-Bewegung angeht. Und die können sich halt jetzt gerade breit machen und diese Lücke eben füllen, wie wir es gerade beschrieben haben. Genau so ist es. Ich denke, damit ist auch eigentlich dazu alles gesagt. Ja. Gut, wir sehen also, es geht furchtbar auf der Welt weiter. Das, mit dem wir uns als Bewegung identifizieren, schafft es mal wieder nicht, auf diverse Probleme der Gesellschaft zu reagieren. Aber wobei man trotzdem dazu sagen muss, dass es innerhalb der anarchistischen Bewegung einige doch erfreuliche Entwicklungen gibt, wo dann tatsächlich antideutsche hegemoniale Tendenzen, die es halt über Jahrzehnte gab, so ein bisschen aufgebrochen werden anhand der aktuellen Situation. Manchmal auch wieder ein Aufblühen, ne? Beides. Aber wir wollen ja auch wieder diese kleinen, zarten Pflänzchen dann nicht kleinreden. Und wie du es gesagt hast, die ganzen linken, zarten Pflänzchen, die jetzt rund um Palästina-Solidarität auch entstanden sind, die jetzt vom deutschen Staat versucht werden, komplett zu entwurzeln und kaputt zu trampeln. Deswegen lass uns doch auch jetzt nochmal mit was Positivem abschließen und uns angucken, was auch in dieser Woche für diverse schöne Dinge so rund um die anarchistische Bewegung passiert sind, natürlich auch über die Woche davor, aber wir werden natürlich diese Woche wegen einem bestimmten Tag ein bisschen in den Fokus rücken. Genau, denn ich werde jetzt nur über den 1. Mai sprechen. Es ist tatsächlich noch mehr passiert. Also noch mehr, was man spannenderweise erzählen könnte, aber ich möchte nur über den 1. Mai sprechen. Und zwar deswegen, weil der 1. Mai für die anarchistische Bewegung im deutschsprachigen Raum herausragend war. Also es gab in 45 Städten im deutschsprachigen Raum gab es Demonstrationen, Kundgebungen, Feste, die halt von Anarchistinnen entweder organisiert wurden oder mitgestaltet wurden. Und das war tatsächlich der stärkste 1. Mai in der Breite und der Teilnahme, den ich je im deutschsprachigen Raum erlebt habe. Also in den letzten 15 Jahren oder so dürfte das auf jeden Fall der stärkste Mai gewesen sein und ist für mich halt auch eine Bestätigung von einem langsam aber kontinuierlichen Aufbau des sozialen Anarchismus in Deutschland. Ich will das natürlich nicht überhöhen, weil wir natürlich weiterhin marginal sind für eine gesellschaftliche Veränderung. Aber innerhalb unseres Kosmos war das richtig stark. Und ich möchte zwar noch mal an ein paar Sachen herausheben, die ich jetzt, also ich habe das jetzt einfach nur willkürlich zusammengestellt, weil man könnte jetzt halt, es gab halt natürlich sehr viele dann schöne Ereignisse, aber einfach ein bisschen Eindrücke halt aus verschiedenen Regionen. Und ich denke, man sieht das auch von den Bildern her, dass es eben in vielen Städten, das ist jetzt aus Köln, einfach ein offeneres, ein gesellschaftstauglicheres Auftreten auch letztendlich gibt, was hier propagiert wird und dann auch halt der soziale Anarchismus eben an Stärke, an Zulauf gewinnt. Hier zum Beispiel aus Stuttgart von der FAU fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Oder jetzt hier aus Berlin
Eindrücke von der Demonstration, die auch, was auch wirklich gut aussieht. Man sieht ja auch eine gewisse Professionalisierung, finde ich, von, dass man auch dann halt, dass es halt mehr Strukturen gibt, die halt auch dazu neigen, halt nicht mehr Gesichter zu verpixeln, offeneres Auftreten. Das sind ja halt Sachen, klar, es ist irgendwo absurd, solche Sachen dann teilweise zu thematisieren, weil man denkt, eigentlich müsste es auch Standard sein. Aber es ist es halt nicht. Es ist kein Standard und hier werden einfach Fortschritte, faktische Fortschritte erzielt, wo man halt auch einfach das anerkennen kann, dass hier Dinge passieren, wie jetzt halt zum Beispiel hier dann auch in Dresden wieder eine sehr schöne Demonstration und das Ganze halt nicht nur vom Ausdruck her offener gestaltet und einfach ansprechender, sondern eben auch mit mehr Teilnehmenden. Also in allen Städten, auch wenn man nicht mit allem übereinstimmt und nicht alles halt toll ist, was halt stattgefunden hat, gab es eine große Zunahme an Teilnehmenden. Also zum Beispiel auch in Hamburg haben bis zu 2000 Leute teilgenommen. In Leipzig gab es eine syndikalistische Demonstration, bei der deutlich über 1000 Leute teilgenommen haben, die das erste Mal stattgefunden hat. Auch in Dresden jetzt war es wohl eine deutlich größere Demonstration wieder. Und in Dresden, auch hier sieht man es wieder, es ist dann immer auch wieder mit Festen garniert gewesen, also eben nicht nur einfach nur stumpfe Laufdemonstrationen oder so, sondern dann eben auch Kultur und Leben, was ausgestrahlt wird, was geben kann. Und so wurde dann unter anderem auch in Dresden, schönerweise, das gucken wir uns jetzt gleich an, ein weiteres Gewerkschaftslokal eröffnet und das wollte ich noch als News mit reinnehmen. Die FAU hat jetzt in Dresden das neunte Gewerkschaftslokal für Deutschland eröffnet. Dort wirklich auch eine richtig schöne Entwicklung in Dresden, haben wir immer wieder betont und das finde ich halt auch immer dann noch eine tolle Sache, dass dann am 1. Mai das dann auch genutzt wird, um halt auch länger vorbereitete Strukturentwicklungen dann halt an die Öffentlichkeit gehen zu lassen. Ja, was ich jetzt gar nicht drin hatte, was man auch nochmal ganz kurz zeigen kann, ist halt nochmal die FAU Schweiz, weil die halt auch einen sehr starken Ausdruck hatte. Das würde ich vielleicht noch kurz mit reinnehmen. Da finde ich auch halt von den Bildern alles her, da sieht man einfach, da ist halt eine tolle Entwicklung, über die wir auch häufig gesprochen haben. Wenn man sich diese Bilder anguckt, dann finde ich, sieht man wirklich einen gesteigerten Anspruch in unserer Bewegung und eine gesteigerte Stärke. Und das sollte man dann auch an so einem Tag, genau wie du schreibst, Anarchismus Beste auch mal benennen. Wir hatten ja auch einen ganz schönen 1. Mai hier. Wir hatten auch einen schönen 1. Mai mit einem schönen Straßenfest. Dass wir hier dann auch Kraft schöpfen für einen weiteren Aufbau, weil das kann natürlich nur der Anfang sein. Ja, und ich finde, was man auch wirklich gut daran sieht, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, dass sich da eben diverse Verbesserungen zeigen. Und ich finde, man sieht auch einfach, dass es notwendig ist, dass diese ganzen Entwicklungen halt ineinander übergehen und auch nur auseinander entstehen können. So, nur wenn wirklich auch die inhaltliche Ebene stimmt, wenn sich darin auch diese Massenbasierung des Ganzen zeigt, dann kann sich das auch in die Ausdrucksform übertragen. Nur wenn die Ausdrucksform wirklich auch passen, kann das Inhaltliche transportiert werden. Und wir sehen einfach in diesen ganzen Sachen halt einfach wirklich diese Hinwendung wieder zu dem Versuch, eine Massenbewegung gut organisiert aufzubauen. Und das ist halt schön, wenn natürlich sich das auch mit den ganzen Widersprüchen zeigt, aber wenn man einfach da diese Fortschritte auf allen Ebenen sieht und auch wie du es am Anfang schon so angeschnitten hast, so sehr ich natürlich auch immer über das Ganze mecke, aber man muss es ja auch beispielsweise einfach auch aus einer pädagogischen Perspektive sehen. So, im Gegensatz zu anderen revolutionären Bewegungen brauchen wir halt einfach in der deutschen radikalen Linken und auch im deutschen Anarchismus ein bisschen länger, diese ganzen Sachen zu lernen. Aber da muss man natürlich auch diese ganzen kleinen Fortschritte in dem Sinne von so einer individuellen Förderung dann natürlich auch wertschätzen und auch selbst die Sachen, die vielleicht offensichtlich wirken, wie es ja auch manchmal in unseren Kommentaren dann steht, aus der Perspektive einer revolutionären oder anarchistischen Bewegung aus einem anderen Land und man dann immer nur sagt, ja, gut, nach 20 Jahren kommen die Deutschen jetzt auch mal da drauf. Man muss ja auch wirklich da dann trotzdem immer wieder, wie du dann ja auch häufig hier am Ende einmal nochmal reingreifst, die positiven Sachen hervorheben, Lob aussprechen,
Weil nur so schaffen wir dann auch die Motivation, damit weiterzumachen. Ja, vor allen Dingen ist es halt für mich ja nicht keine rein pädagogische Maßnahme, sondern es ist ja eine Realität. Das ist ja nicht, dass ich den Leuten irgendwas erzähle oder irgendwie jetzt hier einen, ja, muss man auch mal, weil es ist ja, nein, es ist eine reale gute Entwicklung, die passiert. Das stimmt, es ist keine Ehrenurkunde, sondern wir bewegen uns jetzt schon auf Bronze zu. Wir sind auf dem Weg, auf jeden Fall. Ja, genau, wir sind auf dem Weg. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, aus irgendeinem Grund ist der Chat hier komplett weg. Oh ja. Also ich kann jetzt auch den gerade nicht wiederherstellen. Aber ist ja auch egal. Oder ich kann ihn noch so hier nebenbei, damit ihr noch hier drin vorkommt. Ja, komm, hier mache ich das noch mit rein. Komm. Super. Da ist er. Ja. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet auch bei euch einen schönen 1. Mai und gute Bedingungen, um euren Kampf weiter zu entfalten. Und ja, wir haben auf jeden Fall eine spannende Woche jetzt auch wieder demnächst vor. Ne? Jo. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wässert immer schön eure zarten kleinen Pflänzchen der Revolution. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder nicht. Genau, also wir haben der Mittwoch-Livestream fällt tatsächlich wahrscheinlich wieder aus, weil wir da auf einem, Infotisch schon wieder sind. Ach, aber fest. Genau, aber dann habt ihr ja auf jeden Fall die nächste Woche die Möglichkeit, uns entweder in Bochum zu treffen oder bei der anarchistischen Buchmesse dann in Mannheim. Auch eine nette Sache und vor allen Dingen wird es auch eine neue Folge natürlich nächste Woche geben in dem Sinne. Aber die Woche darauf sehen wir uns dann sogar zweimal. Stimmt. Mal wieder so richtig, wie es eigentlich geplant ist. In dem Sinne, Glück auf. Glück auf.